So, guten Tag, herzlich willkommen, liebes Panel, herzlich willkommen, liebe Teilnehmende im Publikum. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, miteinander zu sprechen darüber, was besser ist, wenn Wissen digital und offen ist. Und da oben steht auch schon ganz groß, gemeinsam wissen wir mehr. Aber die Frage ist ja auch, wie erfolgreiches Lernen in der Zukunft aussehen kann. Ist es der richtige Weg, wenn Wissen offen und digital ist? Und was können zum Beispiel Wikimedia-Projekte und Schwesterprojekte dazu beitragen? Ich darf auf der Bühne herzlich willkommen heißen, die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken, den Leiter des Teams Bildung, Wissenschaft und Kultur von Wikimedia Deutschland, Dominik Scholl, hallo, und die Soziologin Martina Franzen vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Ich habe eben schon gesagt, wir haben 60 Minuten Zeit und ich beschreibe mal kurz, wie wir uns die Zeit ungefähr aufgeteilt haben, damit ihr und Sie alle auch wissen, wie das ablaufen wird. Wir starten mit zwei Impulsvorträgen. Frau Franzen wird starten. Und zwar geht es in ihrem Vortrag um, oh, wir haben eben gesagt, wir duzen uns, ne? Ja, jetzt. Ja. Das ist immer diese Wikimedia-Sache. Eigentlich ist man überall per Du, von der Geschäftsstelle bis zur Community, und dann sitzt man auf einmal auf so einem Podium und springt wieder ins Sie. Martina, es geht in deinem Vortrag um die Öffnung und Digitalisierung und was das für Auswirkungen hat auf die Wissenschaften. Magst du gleich loslegen? Ja, vielen Dank. Ich möchte tatsächlich gleich loslegen. Also zuerst mal mit einem Glückwunsch an Wikimedia zu diesem Jubiläum, denn heute ist ja ein Festtag und ich habe heute schon tatsächlich erlebt, was Wikimedia und Wikipedia inzwischen geworden ist. Es war eine sehr reichhaltige Geschichte und insofern ist die Frage eigentlich schon beantwortet, was ist besser, wenn Wissen digital und offen ist. Also wir haben die Vorzüge, glaube ich, alle sofort parat und wir haben auch viel gelernt, was noch besser werden kann mit den neuen Strategien. Denn wenn wir darüber nachdenken, quasi mit Digital Natives sprechen und dem eigenen Kind versuchen zu erklären, wie kompliziert es doch war, Informationen aufzufinden, wenn man Fragen hat, wie Kinder heutzutage, die sich dringend ein Haustier wünschen und einer bestimmten Hunderasse nachhängen. An diesem Beispiel habe ich mit meiner Tochter letztens exerziert, wie eine Informationssuche tatsächlich im Buchdruckzeitalter vorhanden war. Und sie schüttelte den Kopf und sagte nur, puh, das ist ja anstrengend. Und gleichzeitig waren wir auch nicht erfolgreich in dieser Hinsicht. Insofern wissen wir, sobald das Kind quasi ja die ersten Digital Devices in der Hand hat, ist es sozusagen mit Google eigentlich sofort mit Wikipedia verbunden. Das ist sozusagen eigentlich eine Kulturtechnik, die diese Gegenwart auszeichnet. Und wenn wir über Digitales sprechen, dann sprechen wir auch immer darüber, dass Informationen eben digital, das heißt auch global verfügbar sind, global, sobald wir eben Internetzugang haben. Da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, dass das eine Hürde darstellt in Ländern, von denen man das manchmal nicht erwarten würde. Und was vielleicht ein Punkt ist, der dem Digitalen im Unterschied zum Analogen vielleicht auch auszeichnet, ist, und darüber haben wir in einem Workshop gerade eben schon geredet, hier vor Ort, dass das Digitale eben auch eine Flüchtigkeit hat. Das Digitale ist, und wir müssen uns nur die Revisionsgeschichte bei Wikipedia angucken, ist sozusagen mit dem Moment der Revidierbarkeit unterlegt. Das heißt, wenn der Buchdruck bedeutete, Informationen, auch Kommunikation zu fixieren, die dann in dem Moment auch für sich genommen standen, haben wir jetzt eben das Problem oder die Chance, ständig Informationen zu aktualisieren. Und das entspricht natürlich der Wissensentwicklung viel besser, denn also der Wissensproduktionsprozess ist nie abgeschlossen. Wir erfinden oder beziehungsweise finden neues Wissen und insofern muss auch der Wissensstand stetig angepasst werden.
Und das ist im Digitalen natürlich sehr viel einfacher, schafft aber auch gewissermaßen unter den Usern, unter den Konsumentinnen auch eine gewisse Unsicherheit, die wir auch schon thematisiert haben heute. Denn ein Wissen, was sich kontinuierlich wandelt, hat natürlich immer sozusagen eine Vorläufigkeit inne. Das ist aus wissenschaftssoziologischer Perspektive auch der Wissenschaft immer inhärent. Wissen ist zudem kontextsensitiv. Aber die Frage ist, wie verlässlich sind die Informationen, die wir im Internet und in Wikipedia speziell finden? Und das ist ein Punkt, über den wir garantiert heute noch mit Ihnen sprechen wollen. Was aber vielleicht eine Kompetenz ist, die also im digitalen Zeitalter umso nötiger ist, die ist mit einem schönen Begriff belegt und die heißt Ambiguitätstoleranz. Also wir müssen auch individuell lernen, quasi mit Mehrdeutigkeiten umzugehen. Eine Kompetenz, die tatsächlich also im digitalen Zeitalter wichtig ist, um Informationen einordnen zu können, und wir müssen auch bereit sein, vielleicht nicht die simple Wahrheit suchen zu wollen. Und da ist Wikipedia natürlich ein ganz toller Lernraum, eine tolle Umgebung, um genau das zu erproben, indem man aktiv Inhalte aushandelt, die publiziert werden können, indem man aktiv, also mit der Community ins Gespräch kommt, seine Deutung durchsetzt, welche Artikel relevant sein sollen, welche Quellen als seriös betrachtet werden. Und insofern ist diese kollaborative Produktion dessen, was Wikipedia ausmacht, natürlich auch eine riesige Errungenschaft, von der auch die Wissenschaft sehr viel profitiert. Und wir werden vielleicht auch über Citizen Science in diesem Zusammenhang noch sprechen können. Das heißt, Wikipedia ist für jedermann offen. Das ist sozusagen eine der Kernbotschaften. Und wir können Offenheit in verschiedener Hinsicht auslegen. Und wir können also in sachlicher Offenheit sagen, dass Informationen natürlich nach ihrer Relevanz sortiert werden. Sind sie sozusagen Wikipedia-würdig? Aber wir können uns natürlich auch fragen, inwiefern Wikipedia und andere digitale Formate in sozialer Hinsicht offen sind. Denn was wir, und als Soziologin muss ich das natürlich sagen, wissen, ist, dass es sich um eine freiwillige Arbeit handelt. Wenn wir jetzt die aktiven Wikipedia-Autorinnen in den Blick nehmen, die sich auch derjenige, der partizipiert, leisten können muss. Also das heißt, eine alleinerziehende Mutter im Niedriglohnsektor hat vielleicht nicht die erforderlichen zeitlichen Ressourcen, Unterschied zu einem pensionierten Lehrer. Also das sind eben Dinge, wo man eben sehen muss, wer macht mit und wen wollte man eigentlich noch zum Mitmachen bewegen und was braucht es da für Anreizstrukturen, um Wikipedia tatsächlich offen für alle machen zu können. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass Wikipedia, und das darf man nicht vernachlässigen, natürlich auch nicht außerhalb der Gesellschaft steht, sondern eben auch die gesellschaftlichen Machtstrukturen reproduziert. Also wir haben Offenheit in sozialer Hinsicht sozusagen als Gebot, aber ich möchte das nur an einem Beispiel, was Ihnen ja bekannt ist, illustrieren. Wir haben ein Frauenproblem in Wikipedia. Das heißt, dass wir jetzt sehr wenig Autorinnen haben in Wikipedia und entsprechend auch Inhalte quasi anders dann oder bestimmte Inhalte damit auch berührt sind. Das wurde in jüngster Zeit immer stärker thematisiert und die Hoffnung bleibt, dass sich auch daran etwas ändert. Und wenn ich mir hier das Publikum angucke, dann bin ich sehr hoffnungsvoll. Aber damit kommen wir eben auch zu einer Funktion, und das ist der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, die Wikipedia auch hat im Sinne der Offenheit. Und das ist eine Offenheit im Sinne von Sichtbarkeit, eine Repräsentationsfunktion von Inhalten, aber auch von Thematisierungsschwellen, von Diskursen und auch von Personen. Und was wir auch wissen, ist, dass wenn wir Wikipedia in den Blick nehmen, dass Biografien quasi ja, zu 82% über Männer in Wikipedia stehen. Und das betrifft eben nicht nur Biografien sozusagen der
großen Geschichte. Es sind eben auch in der Wissenschaft, und da komme ich jetzt zu meinem eigenen Feld, genau das Problem, dass Wissenschaftlerinnen in Wikipedia vollkommen unterrepräsentiert sind, was die US-amerikanische Molekularbiologin Allison Mayle 2017 dazu motiviert hat, explizit Einträge nachzutragen, zu motivieren, um auch den Frauen der Wissenschaft ein Gesicht nach außen zu verleihen. Und was hat sie sozusagen erlebt? Manche Beiträge wurden nachträglich währenddessen modifiziert, Löschanträge gestellt und so weiter. Woran liegt es? Weil die Quellen fehlten. Also Wikipedia zieht das Renommee natürlich daraus, und das ist eigentlich ein wissenschaftliches Prinzip, Belege zu erbringen, die auf ihre Seriosität und überhaupt auf ihre Autorität hin überprüft werden. Und hier reproduziert sich eben das, was in der Gesellschaft eben auch vorliegt. Die Wissenschaftshistorikerin Margaret Rossiter hat das Ganze den Matilda-Effekt genannt. Frauen werden in der Wissenschaft quasi nicht gesehen. Also auch der Journalismus nimmt sich sozusagen die Männer quasi in den Mittelpunkt, obwohl die Frauen tatsächlich die größeren Beiträge zum Teil geschrieben haben. Insofern liegt also in der fehlenden Repräsentation von Frauen und weiblichen Biografien also kein Frauenhass. Das ist nicht mein Argument, sondern dass wir da auch quasi auf die Sichtbarkeitsstrukturen, die sich als Machtverhältnisse in der Gesellschaft manifestieren, achten sollten. Also insofern ist der Quellenbezug eine wichtige Sache, aber auch hier ist eine Diskussion nötig, um vielleicht auch die Hintergründe dessen, weshalb die Quellen vielleicht anders gelagert sind, zu hinterfragen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, aber es bedeutet eben auch, eine gewisse wissenschaftliche Kompetenz, Quellen einordnen zu können. Und dieses Diskursformat, was Wikipedia unterhält, ist etwas, was genau also dieser Lösung sehr nahe kommt, die wir dann auch für eine freie Gesellschaft haben würden. Das wäre sozusagen das, was ich jetzt erstmal anbringen wollte. Wir können über die Details dann gerne diskutieren. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, Martina Franzen. Saskia, du bist ausgebildete Informatikerin eigentlich, aber heute hier in deiner Funktion als Politikerin. Du bist Mitglied des Bundestages für die SPD und bist unter anderem Mitglied im digitalen Ausschuss. Das heißt, du hast viel gemacht in Bezug auf Digitalisierung, in Bezug auf digitale Bildung. Und darum wird es auch in deinem Input gehen, was sind die Facetten von digitaler Bildung in der Politik? Ja, ich will auch erstmal gratulieren der Wikimedia zur Volljährigkeit. Das ist ja ein toller Geburtstag und ein schöner Anlass, hier zu sprechen. Tatsächlich war ich in der letzten Legislatur Mitglied im Ausschuss für Bildung und Forschung und im Ausschuss Digitale Agenda und bin mittlerweile aber nicht mehr im Bildungsausschuss, sondern im Innenausschuss und habe dort ein paar andere, nicht unerheblich wichtige Themen, die mit Digitalisierung zu tun haben. Die Bürgerrechte zum Beispiel, die im Internet hochgehalten werden müssen gegen diejenigen, die dort lieber überwachen wollen. Ebenso wie Open Government, E-Government insgesamt und solche Sachen. Aber in der letzten Legislatur habe ich einen Beschluss des Bundestags mit vorbereiten dürfen zum Thema digitale Bildung, der am Ende ziemlich viele Auswirkungen hatte, obwohl so ein Beschluss des Bundestages oft im ersten Moment so wirkt, als ob er viele fromme Wünsche enthalten würde. Aber ich denke, nicht nur der Digitalpakt, sondern auch die Weiterbildungsstrategie, auch die KMK-Handlungsstrategie, die ziemlich stark ja auch wirken soll, ist Ausfluss dieser Diskussion gewesen. Und ein kleiner, aber feiner Haushaltstitel über 2 Millionen Euro für Open Educational Resources ist auch dabei herausgekommen. Es klingt nicht nach viel, aber es hat doch schon einiges bewegt. Und ich will auch gerne dranbleiben, zu sehen, dass sich das weiterentwickelt. Bildung ist Basis für Souveränität. Das gilt nicht erst seit wir im digitalen Wandel stecken, sondern das galt schon immer. Aber es gilt jetzt natürlich noch viel mehr.
Worum geht es da? Souveränität, was soll das heißen? Die Menschen sollen ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Und dazu braucht es eben Wissen, dazu braucht es Bildung, dazu braucht es Kompetenzen. Im digitalen im Zeitalter braucht es dazu, glaube ich, drei Dinge, die besonders wichtig sind. Das eine ist, dass die Menschen das Wesen der Digitalisierung auch tatsächlich verstehen, es nicht als technologisches Phänomen betrachten, sondern verstehen, dass unsere Welt sich dahingehend wandelt, dass wir offen und dezentral und vernetzt uns organisieren. Dazu ist eben die Technologie sozusagen Grundlage. Und es ist wichtig, dass wir die Sprache der Digitalisierung verstehen, dass die Menschen verstehen, wie Algorithmen funktionieren. Das muss nicht jeder kodieren können, aber ich glaube, die Logik von Algorithmen ist schon ziemlich wichtig, auch um zu verstehen, wie die Strategie zum Problemlösen, wie die programmiert wird eben. Die zweite wichtige Fähigkeit ist, Informationen zu filtern, zu bewerten, auch durch Verifizierung Wissen daraus entstehen zu lassen, bei aller Beschränktheit der ewigen Gültigkeit von Wissen, ganz klar. Einfach bei Posts und Tweets, auch in sozialen Medien beispielsweise die Nachricht und das wirkliche Wissen von einer Verschwörungstheorie auseinanderhalten zu können, das ist schon eine ziemlich wichtige Kompetenz. Das Wichtigste ist und bleibt aber, um unsere Souveränität auch zu erhalten, ein Leben lang müssen wir lernen, Kompetenzen und neues Wissen immer wieder auch selbst zu erarbeiten. Und das ist, glaube ich, heute noch nicht die Kernaufgabe oder noch nicht das wichtigste Bildungsziel von Schulen und muss es aber werden, dass eben Menschen in der Lage sind, sich Wissen und Kompetenzen immer wieder neu anzueignen, das übrigens auch mitzugestalten, das gehört auch mit dazu. Und dafür braucht es natürlich freien Zugang zum Wissen dieser Welt und auch zu digitalen Lernangeboten. Und insofern bin ich der Wikimedia in ihrem Engagement für das freie Wissen auch sehr dankbar und sehr verbunden. Aber ich finde, wichtig ist, wir können diese Herausforderung nicht alleine beim Einzelnen abladen. Bilde dich und halte deine Berufs- und Teilhabefähigkeiten aktuell. Das ist ein Appell, den eben die einen besser befolgen können als die anderen. Und da kommt dann sozusagen auch die soziale und die sozialdemokratische Komponente ins Thema rein. Dieser Appell alleine bringt die Menschen nicht weiter. Wir brauchen eben Institutionen, die sich in der Pflicht sehen, die Menschen zum Lernen zu motivieren und auch zu befähigen. Und dazu gehören Schulen genauso wie die berufliche Bildung, wie die Weiterbildung und auch die Erwachsenenbildung. Ich glaube, die Volkshochschulen machen da auch einen guten Job, können aber durchaus am digitalen Wandel auch selbst für sich profitieren, aber auch sehr viel dazu beitragen, dass der funktioniert. Ich denke, die digitale Kultur muss tatsächlich auch in den Schulen Einzug halten. Eine andere Lehr- und Lernkultur entsteht natürlich nicht durch den Einsatz von Technik, auch wenn der Zugang zu einem WLAN, der Zugang zum Internet ein Anfang ist. Offene Lernmanagementsysteme und Wikis wären ein viel wichtigerer Schritt als jetzt die Frage, sind da die notwendigen Geräte vorhanden. Und wenn es um die Lernkultur geht, dann bedeutet digitale Kultur aber eben auch, dass alle von allen lernen können. Und das ist eine Haltung, die noch nicht sehr verbreitet ist. Ich denke, Lehrkräfte sollten offener sein für Vorschläge, die auch von den Schülern, Inputs, die von den Schülerinnen und Schülern kommen. Oft genug kommen die mittlerweile mit ihren eigenen Lern- und Informationsbeschaffungskanälen auf die Lehrkräfte zu, sei es nun eine Recherche in der Wikipedia oder mit YouTube-Videos. Schauen Sie mal, jetzt habe ich das endlich verstanden, können wir das nicht vielleicht im Unterricht einsetzen? Das fällt dann schwer, das zu akzeptieren als Lehrkraft. Aber ich glaube, das ist tatsächlich notwendig, um eben auch, wie gesagt, voneinander zu lernen. Deswegen ist die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften besonders wichtig. Und da müssen sich nicht nur die Inhalte ändern, sondern eben auch die Formate. Wenn wir Lehrkräfte auf dann insbesondere den einen oder die eine aus dem Kollegium zur Fortbildung schicken, damit er dann oder sie als Multiplikator ins Kollegium hineinwirkt, das hat noch nie funktioniert. Das wird
wird auch heute weiterhin nicht funktionieren, weil ja schließlich, wenn man zurückkommt, eine Menge Arbeit da liegt und dann war es mit der Übertragung, nicht mal in den eigenen Arbeitsalltag, geschweige denn in den von den Kolleginnen und Kollegen. Wo soll denn von einem Kurs oder von einer Fortbildung übers Wochenende auch die Fähigkeit herkommen, das zu übertragen auf andere? Ja? Deswegen glaube ich, dass es viel wichtiger wäre, dass wir eben schulinterne, selbstorganisierte, auch auf Augenhöhe funktionierende Fortbildungsangebote und Formate entwickeln, wie beispielsweise Barcamps, weil auch da kommt es darauf an, dass die Lehrkräfte eher voneinander lernen, als dass sie vorgetragen bekommen und dann doch nicht übertragen in den eigenen Alltag. Ich denke, so können eben offene Lehr- und Lernangebote und der offene Zugang zum Wissen nicht nur als Konsumartikel sozusagen, sondern vor allem als Gestaltungsmacht auch können dazu beitragen, dass Bildung wirklich auch die Menschen befähigt zum selbstbestimmten Leben, und zwar ein Leben lang. Das wäre mein Beitrag. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Saskia. Dominik, ich hole dich jetzt in die Diskussion. Wir haben ganz oft diesen Begriff offen gehört. Gibt es in der Wissenschaft, es gibt die sogenannte Open Science. Saskia, du hattest gesagt, offene Bildungsmaterialien zum Beispiel. Und Wikipedia und die Wikimedia versteht sich ja als Vertreter für offenes und freies Wissen. Was heißt denn das konkret in der Arbeit, in der Bildungsarbeit offen? Man kann es eigentlich ganz deutlich an dem sehen, wie die Wikipedia funktioniert. Das heißt nicht nur, dass es kostenlos und frei zugänglich ist, dass ich es lesen kann und darauf zugreifen, sondern dass die Dinge unter einer sogenannten offenen Lizenz stehen. Das heißt, die erlaubt mir dann auch, das weiter zu verbreiten, erlaubt mir, das Ding weiter zu entwickeln, es weiter zu verbreiten, auf dem aufzubauen, was schon da ist. Und das gilt letztlich dann eben auch genau für die anderen Bereiche. Die Wissenschaft hat eigentlich das Selbstverständnis, dass sie aufeinander aufbaut. Es gibt irgendwie das schöne Bild vom Stehen auf den Schultern eines Giganten. Das ist das Selbstverständnis. Nur in der Praxis sieht es oft so aus, dass ich es unheimlich schwer habe, auf dem aufzubauen, was andere tun, weil ich muss ja erstmal ganz praktisch den Zugang haben. Auch da ist ganz klar die Frage des Zugangs die allererste. Das heißt, wenn ich bei einem Angebot eines Verlages auf der Bezahlseite ende, habe ich schon mal ganz den einfachsten Zugang nicht. Interessanter wird es natürlich noch dann die Frage, was an Informationen ist denn überhaupt relevant, sodass ich diese Offenheit an dieser Stelle brauche. Und dann ist es eben nicht nur der fertige Text, die fertige Publikation, sondern in der Wissenschaft geht es eigentlich viel weiter, viel kleinteiliger. Ich möchte eigentlich auch gerne die Daten zum Beispiel sehen, die Grundlage für so eine wissenschaftliche Aussage sind. Ich möchte nachvollziehen, welche Methoden verwendet wurden. Ich möchte letztlich auch mit diesen Dingen arbeiten können, um vielleicht ein Experiment zu wiederholen, um vielleicht selber darüber nachzudenken, wie ich methodisch Dinge aufbaue, um letztlich auch im Lehrbereich auf Dingen aufzubauen, die Kolleginnen und Kollegen schon erfolgreich benutzt haben. Im Bildungsbereich sind es dann eben genau diese Dinge, Lehr-Lernmaterialien, die auch mir erlauben, dass ich Dinge nutze, die andere schon entwickelt haben. Und im schulischen Bildungsbereich beispielsweise ist es ja so, dass die Anforderungen an Schule immer größer werden, dass man wirklich mit dieser Unterschiedlichkeit, die ich in der Klasse habe, umgehe, dass ich binnendifferenzierte Angebote mache. Das heißt, Lehrer und Lehrer tun sich eigentlich sehr schwer, wenn sie ein monolithisches Fachbuch haben oder ein Schulbuch. Es wird natürlich ganz, ganz viel mit Blättern gearbeitet, mit Lernblättern und mit Materialien, die ich selber anpasse. Lehrerinnen und Lehrer sind die Expertinnen und Experten genau dafür, das zu tun, für den konkreten Bedarf in ihrer Klasse oder von Einzelnen die Dinge anzupassen. Das machen sie auch. Sie machen es traditionell mit Klebstoff und Schere. Im digitalen Zeitalter kann man sowas natürlich viel feiner machen am Rechner. Nur kommt man dann in dem Moment, wo man es digital teilt, plötzlich in rechtliche Schwierigkeiten, wo wieder genau dieses Thema von Offenheit und offenen Lizenzen relevant wird, weil dann kann ich selber eben die Logik etwas umkehren. Ich habe nicht mehr Materialien, die sagen, alle Rechte vorbehalten und wenn du damit was machen möchtest, dann frag bitte mich oder den Verlag, sondern ich habe Materialien, die in der Lizenz schon sagen, gerne nutzen unter diesen und diesen Bedingungen.
Okay, vielen Dank. Ich erinnere mich noch, meine Eltern sind beide Lehrer und ich stand nach der Schule immer, wenn ich nicht mehr mit dem Bus nach Hause gefahren bin, mit meiner Mutter im Kopierraum und dann mussten Unterrichtsmaterialien kopiert werden für den nächsten Tag und ich durfte dann noch immer ausschneiden, wenn neue dann zusammengestellt wurden. Also das war früher die Praxis und die große Frage ist, wie sieht das aus in der digitalen Bildung in der Zukunft? Okay, Martina, ich würde dich gerne nochmal fragen. Dominik hat eben angesprochen, für Wissenschaftler, wenn sie publizieren wollen und dann die Zugänglichkeit zu solchen Dokumenten, dann stößt man an eine Bezahlschranke und dann ist es gar nicht mal so leicht aufeinander aufzubauen. Es gibt solche Prinzipien wie Open Access, nochmal so im großen Kontext Open Science. Erklär uns doch mal, was die Herausforderungen sind von so einem Ansatz, von einem offenen Ansatz in der Wissenschaft. Ja, das ist in der Tat etwas, was wir in Deutschland, aber auch global ja schon seit längerem als Open Access Bewegung erleben, die Anstrengung sind da, sich tatsächlich von den großen Bezahlschranken oder von den Bezahlschranken der Großverlage zu trennen, die ja auch Aktiengesellschaften sind. Also man muss sich eben fragen, also es ist genau das gegensätzliche Prinzip, freie Lizenzen oder in der Wissenschaft ist es so, wenn man quasi als Autorin einen Artikel veröffentlicht in einer Zeitschrift, gibt man sozusagen die Lizenz an den Verlag der weiter Vervielfältigung der Veröffentlichungsrechte. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn es um Urheberrechte und Verwertungsrechte geht, der also zunehmend auf Kritik stößt, zu Recht. Und wir haben in der Wissenschaft eben inzwischen also zahlreiche Open Access Outlets, also die sich erfolgreich positioniert haben. Und da ist ein komplexes Finanzierungsmodell natürlich dahinter. Dann hier ist auch die Frage, wer finanziert dann das Publikationswesen der Wissenschaft? Denn momentan laufen mehrere Entwicklungen parallel. Und die eine Sache ist die, die dann als Golden Road von Open Access beschrieben wird, aber von den Autorinnen wiederum die Gebühr verlangt, um Artikel auch in den Großverlagen zu veröffentlichen. Also da drehen wir quasi das Finanzierungsmodell um und das ist sozusagen der eine Punkt. Aber der viel interessantere Punkt, ich bin da zuversichtlich, dass sich da jetzt sehr viel ändert und viel ist unterwegs. Aber der andere Punkt, den Dominik angesprochen hat, betrifft Open Science. Das ist sozusagen das größere Gebiet. Also es geht da nicht mehr nur um Veröffentlichung im klassischen Sinne, der Bereitstellung von Texten online für jedermann zugänglich, sondern auch um solche Dinge wie Open Data, also die Veröffentlichung der dahinterliegenden Daten. Und das ist natürlich etwas, um auch wissenschaftlich zu prüfen, wie dieses Ergebnis eigentlich zustande gekommen ist. Wir haben auch über Replizierbarkeit in der Wissenschaft gerade eine Debatte und ein Text alleine sagt ja noch nichts darüber, wie valide die Informationen sind. Sie sind plausibel gemacht, aber wir wollen sie überprüfbar machen, auch ein Prinzip der Wissenschaft. Aber wenn wir uns jetzt einmal an einem kleinen Beispiel nochmal verdeutlichen, was sozusagen die Verpflichtung zur Öffentlichkeit, also nicht das Recht zur Veröffentlichkeit, sondern eine Pflicht zur Veröffentlichkeit für die Wissenschaft bedeutet, dann müssen wir auch quasi das Karrieresystem mit betrachten. Denn wenn man quasi veröffentlicht im Sinne einer Publikation, dann werden einem quasi qua Autorschaft auch die Benefits zugeschrieben, also dieser Veröffentlichung. Wenn man allerdings die dahinterliegenden Daten veröffentlicht, gibt man quasi auch seine Arbeit preis, damit andere darüber Veröffentlichungen machen können. Und das ist ein Vorteil für die Wissenschaft als solches, aber stellen wir uns einen Doktoranden vor, der mit sehr viel Aufwand seine Daten gesammelt hat und seine Ideen, seine Kompetenzen reingesteckt hat, wann sollen diese Daten dann verfügbar sein? Doch erst nachdem er veröffentlicht hat dazu. Oder man muss tatsächlich auch der Veröffentlichung des Datensets, also gewisse
Reputationseffekte zu schreiben. Und da sind wir noch lange nicht so weit. Und es kann nicht sein, dass quasi dieses Gebot der Offenheit dann sozial ungleich verteilt ist, also zwischen verschiedenen Karrierestufen. Also der Doktorand soll bitte seine Daten preisgeben, der Institutsleiter greift darauf zu. Oder, und das wäre ein Punkt, den ich ansprechen wollte, die Wissenschaft ist der Offenheit verpflichtet, während die Industrie die Offenheit der Wissenschaft sich zunutze macht, also Daten als das neue Öl, aber gleichzeitig ihre Daten geschlossen hält. Also das sind sozusagen so Spannungsverhältnisse, die man bei aller Sympathie für Openness nicht außer Acht lassen soll. Dominik, ich würde gerne noch einmal an dich zurückgeben, bevor wir dann auf die politische Dimension kommen. Ihr habt ein Programm, das sich ein bisschen an die Wissenschaft anschließt, das Fellow-Programm für freies Wissen. Und dort versucht ihr, junge Wissenschaftler an das Prinzip Offenheit ranzuführen. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie das funktioniert und ob das klappt? Ja, sehr gerne. Wir haben inzwischen vor 3 Jahren das Fellow-Programm freies Wissen ins Leben gerufen. Ein Programm, was Wikimedia Deutschland gemeinsam mit der Volkswagen-Stiftung und dem Stifterverband initiiert hat und durchführt. Es war uns auch sehr wichtig, dass wir Partner haben, die aus der Wissenschaft kommen, die dieses Thema mit vorantreiben wollen, die Erfahrung darin haben, was es heißt, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler in solchen Programmen weiter zu qualifizieren und zu begleiten. Der Kern von diesem Programm ist im Grunde das Mentoring. Das heißt, wir haben 10 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefunden, die einfach in ihrer Praxis bereits Offenheit umsetzen, an ganz unterschiedlichen Stellen. Die begleiten jeweils 2 der Fellows über den Zeitraum von 8 Monaten. Die bewerben sich mit konkreten Projekten. Die können im Bereich tatsächlich von Lehr- und Lernmaterialien liegen. Die können im Bereich von Open Data oder anderen Dingen liegen. Und wir versuchen über diese konkrete, direkte Betreuung ihnen tatsächlich zu helfen, das umzusetzen. Martina hat es gerade angesprochen. Es ist ja nicht nur eine Frage von, dass in diesem Feld es zum Teil an Wissen mangelt, wie kann ich denn Dinge offen gestalten, sondern man bewegt sich natürlich auch in der Wissenschaft in einem Feld, was bestimmte Reputations- und Anreizsysteme hat, wo ich also, wenn ich eben noch Nachwuchswissenschaftler bin, tendenziell eher prekär beschäftigt mit einem befristeten Vertrag, schauen muss, wie kann ich das für mich so umsetzen, dass es irgendwie mir auch am Ende des Tages nicht schadet. So ein bisschen Pragmatismus gehört da auch dazu. Das Tolle ist aber, dass wir sehen, und wir haben das jetzt gerade in der 3. Runde abgeschlossen und starten im Herbst in die 4. Runde, dass es ganz viel Begeisterung weckt, das Thema, dass da natürlich auch Menschen dabei sind mit viel Idealismus, die sehen, Wissenschaft muss sich öffnen, die muss sich nicht nur öffnen, damit sie in sich besser, nachprüfbarer, nachvollziehbarer, effektiver letztlich wird, sondern die muss sich auch öffnen, weil Gesellschaft einfach ein legitimes Interesse daran hat, dass das, was öffentlich bezahlt wird, auch öffentlich nutzbar wird. Das sind ja auch Dinge, die durchaus für Citizen Science, bürgerwissenschaftliche Dinge interessant sind, Sachen, mit denen auch andere arbeiten können. Das merkt man spätestens, wenn man vielleicht irgendeinen Krankheitsfall in der Familie hat und anfängt zu googeln. Da würde man vielleicht auch gerne mal eine aktuelle Publikation zu irgendeiner seltenen Krankheit lesen. Solche Dinge, ne? Also diese, und das, genau diesen Idealismus bringen die mit. Und wir haben verschiedene Workshops und Module, wo wir ihnen einfach verschiedene Aspekte, genau was das heißt, Open Science betreiben, beibringen. Gleichzeitig ist dieses Programm natürlich auch ein wichtiger Beitrag, dieses Netzwerk, diese Community, die es im Bereich offene Wissenschaft gibt, auch zu unterstützen, zu stärken, Menschen zusammenzubringen und damit eben auch die Bewegung der Öffnung in der Wissenschaft und aus der Wissenschaft heraus in die Gesellschaft zu stärken. Dankeschön. Saskia, lass uns mal ein bisschen über Rahmenbedingungen sprechen. Ihr beide habt schon erzählt, da gibt es gewisse Anreize, die geschaffen werden müssen, um offen zu arbeiten in der Wissenschaft, aber auch institutionelle Aspekte. Und nun haben wir den Digitalpakt und du sagtest eben, es gibt 2 Millionen, die für OER bereitgestellt werden, für Bildungsmaterialien. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was gerade an politischen Rahmenbedingungen geschaffen wird, um offenes Wissen und offene Bildung voranzubringen? Naja, aus diesem Haushaltstitel ist ja der OER-Mapping-Prozess bei Wikimedia entstanden und auch die zentrale Informationsstelle. Das ist im Prinzip ein
ein Ort, der ja auch dazu nicht nur angetan ist, jetzt um Zugang zu OER zu verbessern, sondern vor allem auch Wissen darüber zu verbessern. Denn tatsächlich ist es ja eine gerne wachsende, aber immer noch kleine Community von Menschen, die überhaupt mit gerade der Frage der Lizenzen und der Verwendung von Materialien und wie kann ich es machen, wirklich auch vertraut sind. Was du angesprochen hattest, dass du deiner Mutter beim Erzeugen von Arbeitsblättern geholfen hast. Ehrlich gesagt glaube ich, dass auch in den Arbeitsblättern vermutlich urheberrechtlich problematische Fragen drin steckten. Ja? Da hat nur keiner danach gefragt. Ja, ich habe neulich zum Artikel 13 da einen fiktiven Traum zusammengeschrieben, dass ein Kopierer könnte mir die Kopie verweigern, weil er scannt und eine Urheberrechtsverletzung entdeckt und dann sagt, nee, leider nicht, kann ich nicht kopieren, geht nicht. Also, ne? So ähnlich wie ein Upload-Filter. So habe ich versucht, anderen Menschen zu erklären, was die Upload-Filter bedeuten könnten. Aber tatsächlich ist eben zum Umgang mit freien Lehr- und Lernmaterialien und zum Einsatz im Unterricht ist eben das Wissen noch nicht so vorhanden. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass da noch dran gearbeitet wird. Ich fände es auch wahnsinnig wichtig, dass man eben mit dem Wissen, wie entsteht und wie lebt sie weiter, wie funktioniert die Wikipedia, dass man damit auch an Schulen und Hochschulen gehen müsste. Denn wir haben vorher darüber gesprochen, warum nicht so viele junge Leute jetzt heute hier sind. Ich glaube, also solche Jungen wie meine Kinder beispielsweise, ich glaube, dass für die Wikipedia eine Selbstverständlichkeit ist. Die ist da, ja, die ist ja sozusagen ein ganz selbstverständlicher Teil ihres Lebens. Aber dass diese Selbstverständlichkeit nicht vom Himmel gefallen ist und auch nicht weiter existiert ohne die Community, da sind die sich gar nicht drüber im Klaren. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, da nochmal deutlich zu machen, was die Bedeutung ist. Und so ist es an den Hochschulen eben auch. Nicht nur muss sich die Kultur der Berufung und des Renommees verändern, sondern überhaupt auch das Wissen im Umgang mit offenen Lizenzen. Da herrscht viel Unsicherheit und schon allein deshalb lässt man sich nicht drauf ein. Ein Freund von mir hat seine Dissertation über Open Science offen entwickelt. Das war ein ziemlicher Kampf auch mit der Hochschule, weil auch die sich natürlich mit dem Vorgehen sehr schwer getan haben. Ja. Und ich denke, da muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das sind jetzt nicht die politischen Rahmenbedingungen. Die politischen Rahmenbedingungen müssen Finanzierung ermöglichen für Veröffentlichungskosten zum Beispiel. Das kann nicht sein, dass wir verlangen, dass alles, was öffentlich finanziert wird, auch offen lizenziert wird. Aber wir stellen uns nicht die Frage, wer denn dann die Veröffentlichung bezahlen soll. Ja, also das heißt, die Publikationskosten müssen dann eben Teil dieser öffentlichen Finanzierung sein. Wenn wir diese Regel aufstellen, dass alles, was mehr als 50%, also diese übliche Forderung, ja, dann müssen eben die Publikationskosten auch mit abgedeckt sein. Und ähnlich ist es auch bei der Entstehung von OER. Lehrkräfte sind Fachleute darin, Unterrichtsmaterialien überhaupt herzustellen aus allen möglichen Quellen zusammengepflückten Wissens. Aber wenn sie es dann auch tatsächlich verbreiten sollen, dann brauchen sie zum einen und weiterentwickeln in eine Community geben, dann brauchen sie dazu auch die entsprechende Unterstützung. Dominik, es gibt diesen Begriff öffentliches Geld. Nee, öffentliches Geld, öffentliches Gut. Richtig? Abgekürzt ÖKÖK bei Wikimedia. Erzähl uns kurz, was es damit auf sich hat. Ich glaube, Saskia hat es gerade schon ein Stück weit angesprochen. Das ist letztlich die Forderung, die wir haben, dass was mit öffentlichen Geldern finanziert wird, auch der Allgemeinheit zugutekommt. Das können Dinge sein wie Daten. Das ist das Offensichtlichste natürlich an der Stelle, wo Städte oder andere öffentliche Stellen zum Beispiel über Verkehr, Wetter, andere Sachen Daten erheben. Wäre das durchaus ein tolles Material auch für zivilgesellschaftliche Projekte? Es gilt auch für Material und Ressourcen. Das ist das ganze Thema, was wir jetzt gerade irgendwie schon kurz andiskutiert haben mit freien Bildungsmaterialien.
wo natürlich nicht nur das Material selber dazu gehört, sondern die Menschen, die es finanziert durch ihre öffentliche Stelle quasi erstellen, dass sie das auch zur Verfügung stellen anderen, weil natürlich auch außerhalb von Schule diese Materialien genutzt werden könnten. Es gibt viele Projekte, wir denken jetzt vielleicht zurück an diese ganzen Initiativen, die sich um Flüchtlinge und Deutschkurse und Ähnliches gekümmert haben. Natürlich brauchen die Materialien und würden die gerne auch aus Ressourcen sich zusammenstellen, die einfach schon da sind und mit denen man weiterarbeiten kann. Gilt natürlich auch für Code, also für Software und andere Dinge. Überall da, wo die öffentliche Hand finanziert oder kofinanziert in größerem Maße, sollte aus unserer Sicht ganz klar die Öffentlichkeit davon profitieren, im Sinne davon, dass die Sachen nachnutzbar sind. Dankeschön. Kurz als Hinweis, wenn jetzt schon Fragen aufgekommen sind, wir machen gleich die Runde auf und dann gibt es im Raum Menschen mit Mikrofon, die sitzen da hinten schon. Also gerne schon mal Fragen überlegen und ich höre auch gerne immer am Ende eines Satzes ein Fragezeichen und wenn die Frage länger als eine Minute dauert, ist sie meist keine Frage mehr. Das schon mal als Hinweis, also jetzt gerne schon mal nachdenken und vorformulieren und dann können wir gleich das Panel noch aufmachen. Ich würde gerne noch über Verlässlichkeit von Wissensquellen sprechen. Davon haben wir kurz angerissen am Anfang und das ist ja das A und O, was in der Wissenschaft, was das anbelangt, wie kann ich meine Quellen verifizieren und Digitalisierung und die Öffnungsprozesse machen das nicht immer leichter. Ich kann nicht immer finden, was das für eine Quelle ist, manchmal ist es nicht belegt. Was sind die Herausforderungen für die Wissenschaften? Ja, das passt ganz wunderbar, denn ich möchte an der Stelle Saskia nochmal also unterstützen in ihrem Anliegen. Das ist genau das, was mir quasi auch aufgekommen ist. Eine Frage an Wikimedia, Wikipedia. Ob es nicht tatsächlich sinnvoll ist, diese Medienkompetenz an der Stelle zu schulen, indem man tatsächlich auch an die Schulen geht und solche Projekte durchführt, wo man auch tatsächlich das Prinzip quasi durchgeht, um dann mit den Schülerinnen und Schülern tatsächlich auch genau diese Einordnung versucht. Also ich glaube, da steht dieser Bildungsaspekt im Mittelpunkt, der vielleicht noch nicht ausgereizt ist, zumindest weiß ich davon nichts. Also es ist so, dass ich weiß, dass der Chaos Computer Club an die Schulen geht, um Code Literacy zu fördern. Das sind ganz wunderbare Projekte. Aber gerade wenn es darum geht, wir haben diese Fake News Debatte, Fake Science, ich finde den Begriff etwas irreführend, Debatte auch, dass man eben auch am eigenen Leib also erfährt, wie man Informationen verifiziert. Also wir können darüber theoretisch sprechen, aber wir müssen sozusagen auch Kulturtechniken entwickeln und das muss sozusagen auch gelehrt werden, also nicht erst im Studium, sondern in der Schule, wie man also damit umgeht. Und da sind natürlich die Einordnung von Quellen allentscheidend. Wir hatten den Vorteil im Buchdruckzeitalter, dass es gewisse epistemische Autoritäten gab, also auch bestimmte Personen natürlich qua Wissenschaftler sein, also denen eine Autorität, eine epistemische Deutungshoheit zugeschrieben war. Wir hatten aber auch Organisationen wie Verlage, also die also tatsächlich durch ihren Informationsfilter nur verlässliche Informationen durchgelassen haben. Das klappte in der Regel. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Wir hatten quasi Zeitungen, also denen man eben Vertrauen geschenkt hat und auch immer noch schenken kann, denn es sind da auch Qualitätsfilter dabei. Aber wie schafft man es der jüngeren Generation, also klar zu machen, dass man vielleicht auch um die Verlässlichkeit der Informationen auch ein paar Umwege gehen muss? Also das heißt, dass man vielleicht nicht auf die Push-Nachricht setzt und diese News quasi für bare Münze nimmt, sondern dass man dann also Gegenchecks machen muss. Und gleichzeitig eben auch verschiedene Quellen zu Rate ziehen soll. Und da ist Wikipedia eigentlich auch ein Role Model, um genau das zu überprüfen. Und da wäre immer wieder also mein Ratschlag, dass man auch das, was die Wissenschaft organisierten Skeptizismus nennt, nämlich also nicht einer
Person, also qua Autorität zu vertrauen oder auch einer Organisation, sondern dann tatsächlich auf sein eigenes kritisches Urteilsvermögen zu setzen. Und da, denke ich, sind die Lehrenden gefordert, aber auch die Politik, die vielleicht auch mehr Räume schafft, um genau dieses kritische Urteilsvermögen dann vielleicht auch durch solche Organisationen, die es vermitteln können, also auch stärker zu fördern im Sinne dieser Lernlabore etc. Okay. Ich gucke schon mal in den Raum, ob wir erste Fragen haben. Hier vorne. Gerne kurz aufstellen und Namen, wenn du möchtest. Ich möchte Sebastian Weyrot, guten Tag. Es geht mir um die Kosten der Publikation, die Sie jetzt ein paar Mal genannt haben, als Grund dafür, dass wir uns nicht von den bisherigen Regeln der wissenschaftlichen Publikation entfernen. Die da sind, dass die Wissenschaftler ihre Publikation vorformatiert an Verlage abgeben, wie Elsevier, und die dann online stellen, hinter einer Bezahlschranke, sodass die Wissenschaftler teilweise selber Geld bezahlen müssen, um ihre eigenen Publikationen zu lesen. Sie sagen jetzt nun, wir sind auf einem guten Weg, jetzt müssen wir nur noch auf die Kosten achten. Was sind die Kosten des Online-Stellens der Publikation? Naja, also ich glaube, ich ein bisschen gering geschätzt die Leistung des Verlags, wenn man sagt, die stellen das online. Das stimmt schon, dass die Wissenschaftler die Arbeiten auch formatiert abliefern, aber nicht gereviewt. Ich weiß, dass die Wissenschaftler, die ein Review machen, auch kein Geld bekommen, aber es will organisiert sein. Ja? Also die Publikationskosten umfassen all das, was sozusagen am Ende der Erstellung der Publikation bis zur tatsächlichen Veröffentlichung dann auch geleistet werden muss. Und die Plattform, wo die Dinge veröffentlicht werden, können, muss ja auch finanziert sein, da muss ja auch immer, also es mögen jetzt keine großen Beträge sein, da geht es nicht um Druckkosten und vor allem nicht um die Bezahlschranke dann auf der anderen Seite. Das sind wirklich erhebliche Kosten. Wenn wir die nicht mehr bräuchten, dann wäre schon eine Menge Geld gewonnen, das ist schon richtig. Und trotzdem sagen uns eben die Hochschulen und vor allem die Wissenschaftler, wenn die Publikationskosten dann am Ende im goldenen Weg bei den Wissenschaftlern hängen bleiben, dann haben wir wirklich ein Problem. Also ich kann dieser Frage zustimmen nur und nochmal unterstreichen, also was ist tatsächlich das, was die Verlage noch leisten, also indem sie dann, also bei Springer zum Beispiel am Ende doch so 3.000 Euro, also wir müssen jetzt mal über Größenordnung sprechen, oder Dollar, jetzt habe ich die Zahl nicht ganz genau im Kopf, für dieses Veröffentlichen bekommen, denn am Ende ist die Organisation des Peer Reviews quasi fast automatisiert. Dafür gibt es sozusagen Plattformen, also es gibt noch nicht mal eine kommunikative Rolle, die der Verlag an der Stelle noch übernimmt. Und dann gibt es vielleicht noch einen Copy Editor, aber der wird also nicht dieses Geld bekommen. Also es wird ja meistens nach Indien etc. ausgelagert, den Niedriglohnbereich. Und da wäre jetzt einfach die Frage, ob es nicht tatsächlich raffiniertere Lösungen gibt, Role Models, über die man nachdenken sollte, auch politisch, dass man eben auch sieht, tja, wieso haben wir in der Wissenschaft nicht mehr am Glauben auch, also an die eigene Community, die dann eben auch stärker auf Open Access Journale setzt. Und da haben wir schon wieder das Reputationsproblem im Kopf, also das Karrieresystem, das besagt, publish in top journals or perish, heißt eine Jagd nach den begehrten Publikationsplätzen, nach Zeitschriften, die dieses Renommee vergeben. Und das sind noch nicht die Open Access Journale, das sind traditionsreiche Journale wie Science oder Nature, jetzt für den naturwissenschaftlichen Bereich. Und da müssen wir vielleicht insgesamt einfach auch überlegen, welchen Wert hat eigentlich eine Publikation, also für das Karrieresystem, oder sollten wir nicht auch über mehrere Möglichkeiten nachdenken, um diesen Druck aus dem System zu lassen und damit auch offeneren Plattformen mehr Möglichkeiten zur Entfaltung zu geben. Das wäre der Punkt. Dominik, wir haben, oder du hast eben die Reputation angesprochen. Wie kommt man dahin, dass Mitarbeit an Wiki-Projekten genau sowas ermöglicht? Reputation für Wissenschaftler und nicht nur die Top-Journale.
Die Mitarbeit in der Wikipedia. War deine Frage? Zum Beispiel. Oder in anderen Wiki-Projekten. Also im Prinzip möchte ich darauf hinaus, kollaborative Wissensproduktion, ja. Egal ob es nur ein Wiki-Projekt ist oder auch ein anderes sein kann, wie kommen wir dahin, dass das die Reputation ermöglicht für junge Wissenschaftler oder Wissenschaftler generell? Ich glaube, das ist letztlich ein Aushandlungsprozess in der Wissenschaft. Da gibt es bereits Diskussionen und Modelle für, wie alternative Metriken aussehen könnten, die jetzt eben nicht danach schauen, welchen Impact-Faktor hat ein Journal. Dieser Impact-Faktor wird berechnet aus der Zahl der durchschnittlichen Zitationen so eines Werkes, also wie oft wird die Zeitschrift in anderen Artikeln genannt, was eigentlich ein total irrsinniges Kriterium ist, weil es geht nur darum, wird es genannt. Wenn der Artikel nur referenziert wird, weil er so schlecht ist, wird es trotzdem den Impact erhöhen. Diese Diskussion gibt es glücklicherweise, die Mühlen malen langsam, aber ich hoffe schon, dass man da irgendwie zu alternativen Perspektiven auch kommt. Und dazu gehört dann, auch das muss man sagen, natürlich nicht nur das Publizieren, dazu gehören dann natürlich auch andere Kriterien dessen, was an einer Hochschule so passiert. Aber alternative Modelle wie zum Beispiel eine Datenpublikation, wenn ich die Daten publiziere und das irgendwie auch schon einen Wert an sich darstellt, wäre zum Beispiel ein Weg. Das heißt dann auch nicht, dass ich immer in irgendwelchen Journals sein muss. Das heißt aber, dass ich auch tatsächlich für das, was ich tue, von dem andere profitieren, auch quasi honoriert werden kann. Das wäre ein Beispiel, wo ich denke, solche Modelle werden sich in Zukunft mehr noch etablieren. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit der Frage der Kultur, die digitale Kultur verstehen. Denn diese Technologie liegt da drunter, aber das vernetzte Zusammenarbeiten auf Augenhöhe ist eine Sache, die sich nur durch die Technologie gut über alle möglichen Grenzen hinweg verwirklichen lässt. Aber die Kultur muss in den Köpfen entstehen. Und die entsteht unter einem Teil der Gesellschaft. Und da muss man einfach dran arbeiten, dass es auch bekannter wird. Und da fehlt aber an vielen Stellen auch Wissen tatsächlich, wie kann ich denn überhaupt anders arbeiten. Ne? Und es fehlen vielleicht in Teilen auch Anreize. Deswegen hatte ich vorher das Berufungsverfahren genannt in der Wissenschaft eben, was spielt bei einer Berufung eine Rolle und was nicht. Und das ist aber eine interne Sache, da kann die Politik nicht viel mit beitragen. Da gibt es ja auch erste Beispiele, dass quasi tatsächlich Open Access Publikationen oder Open Science Praktiken Teile von Berufungsverfahren werden, noch zu wenig. Was ich auf jeden Fall aus der Erfahrung des Fellow-Programms heraus sagen kann, ist, dass diese Erfahrung, was passiert, wenn ich Dinge offen tue, Menschen extrem motiviert, in so einer Richtung zu arbeiten. Also wenn ich zum Beispiel mal einen Paper schon in der Entwurfsphase mit anderen teile, und dann bekomme ich plötzlich Rückmeldungen von Menschen, mit denen ich im direkten Umfeld gar nichts zu tun hatte. Und das bereichert mich in meinem Denken und Weiterarbeiten so sehr, dass ich merke, da kommt auch bessere Wissenschaft am Ende dabei raus. Dann ist das genau der Treiber von so einer Entwicklung, wo ich denke, genau so werden sich dann auch genau die Punkte finden, wo man hinterher sagt, okay, das macht gute wissenschaftliche Praxis aus und das wollen wir irgendwie auch fördern. Okay. Haben wir noch Fragen im Publikum? Mein Name ist Johannes Krückeberg. Ich habe ein bisschen mehr praktischen Ansatz. Es geht ja darum, also zum einen, dass Wissen, das, ich sag mal, ganz einfach durch die Allgemeinheit bezahlt wurde, auch für alle unentgeltlich zur Verfügung stehen sollte. Wie ist es dann aber, oder wie können wir verhindern, dass vor Gericht von Firmen, die Gewinnabsicht haben, erstritten wird, dass dann trotzdem etwas dafür genommen werden muss? Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten jetzt am Pfingstmontag, da wo ich wohne, in Augsburg, Landkreis Landsberg sogar noch heftiger, Unwetter mit 5 cm großen Hagelkörnern. Gewarnt davor hatte die Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes. Diese App war bis vor 1,5-2 Jahren kostenlos. Sie wurden aber per Gerichtsurteil verdonnert, Geld dafür zu nehmen, weil eine andere Firma etwas Ähnliches anbietet im Internet und die haben eine Gewinnabsicht. Wie kann ich in Zukunft verhindern, dass so etwas passiert? Ich glaube, dahinter steckt ja auch, dass die Wetterdaten nicht offen liegen.
Würden die offenlegen, dann könnte die DVD-App genauso wie die anderen Dienste eben zu geringen Kosten tatsächlich auch kostenpflichtig sein, weil sozusagen die App ja einen Mehrwert darstellt gegenüber den Rohdaten. Jeder könnte auf die Rohdaten zugreifen, jeder könnte diesen Mehrwert oder einen anderen eben auch anbieten als Geschäftsmodell. Und damit wäre der Markt sozusagen klarer. Und dann wäre dieses Gerichtsurteil auch nicht so ausgegangen. Da geht es um die Nutzung der Daten hauptsächlich. Meines Wissens nach, Saskia, ich bin mir fast sicher, dass ausgerechnet die Daten des Deutschen Wetterdienstes geöffnet wurden, und zwar vom BMVI, also dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. Und das ist ein riesiger Vorteil, dass man eben damit also nicht nur, ja, Sie können auch selber, wenn Sie diesen Code Literacy im Workshop des Chaos Computer Clubs noch mitnehmen, dann schreiben Sie Ihre eigene App und dann wäre das sozusagen genau möglich. Aber wenn wir über Open Science sprechen, dann ist das vielleicht auch nochmal der Anknüpfungspunkt zu sagen, Open Science und Open Government. Also gewissermaßen steht es auch in einem diskursiven Zusammenhang. Die Wissenschaft soll sich öffnen. Wie weit öffnet sich die Politik? Und das sozusagen gegenüber der Öffentlichkeit einerseits, aber auch gegenüber der Forschung. Also ich glaube, genau in der Hinsicht ist Deutschland tatsächlich noch ein Entwicklungsland. Da gibt es sozusagen Pilotstädte wie Hamburg, die da sehr viel weiter sind, auch was Verkehrsdaten etc. angeht, die tatsächlich in einer Cloud abzulegen. Aber das wäre auch für die wissenschaftliche Forschung ein schönes Anliegen, dass man diese Daten einfach verfügbar hat über eine API. Wie ist da der Stand oder Ihre Bestrebungen dazu? Ja, wir haben in der vergangenen Legislatur schon zum Ende ein Open-Data-Gesetz als Teil des E-Government-Gesetzes verabschiedet, wo wir die Bundesbehörden verpflichtet haben, ihre Daten offenzulegen, natürlich mit einer gewissen Fristsetzung sozusagen, weil die brauchen dabei schon auch Unterstützung. Es ist nicht trivial, Daten offenzulegen. Da geht es nicht darum, irgendwie PDF-förmige Abbildungen von internen Daten offenzulegen. Ganz oft ist es natürlich bei der öffentlichen Hand auch so, dass die Daten personenbezogene Anteile haben, dass man dann zusehen muss, dass man das trennt. Denn nach der Datenschutzgrundverordnung, ich glaube auch in unserem eigenen Sinne, wollen wir natürlich nicht, dass jetzt Meldedaten veröffentlicht werden. Und ein paar andere Einschränkungen, also die Einschränkungen sind genau dieselben, genau genommen wie beim Informationsfreiheitsgesetz, dem IFG. Und das ist jetzt sozusagen der erste Schritt gewesen. Im Koalitionsvertrag steht ein Open Data Gesetz 2. Wichtig ist aber, wie gesagt, dass wir die Behörden entsprechend dabei unterstützen, dass die Daten dann auch wirklich qualitativ entsprechend sind, dass man auch was mit anfangen kann, dass es auch eben verlässliches Datenmaterial ist und nicht nur ein Datenfriedhof sozusagen, Müll. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass wir hatten vorher auch schon davon gesprochen, dass ja dann die einen müssen dann die Daten offenlegen. Da ging es um die Wissenschaft, die anderen müssen es nicht, nämlich die Unternehmen. Und da ist es mit der öffentlichen Hand natürlich genauso, dass die öffentliche Hand auch sicher ein großer, eigentlich der Datenmonopolist überhaupt ist, dass es aber noch mittlerweile ein paar andere Datenmonopolisten auf dieser Welt gibt, die eben auch auf großen Datenpools sitzen, die wir öffnen sollten, mit den gleichen Einschränkungen natürlich. Auch da darf es nicht um personenbezogene Daten gehen. Denn also ja, da fehlt es vielleicht auch am kulturellen Wissen, um zu wissen, dass der Austausch von Daten, dass der nicht ärmer, sondern reicher macht. Das müssten alle verstehen. Und Open Government, auch da ist in der vergangenen Legislatur Deutschland der Open Government Partnership beigetreten. Das heißt natürlich noch nicht viel. Das heißt nur, dass man sich vornimmt, sich da auf den Weg zu begeben. Und das ist auch gut. Das Thema ist mittlerweile ins Kanzleramt gewandert. Es wird also als strategisch betrachtet. Das finde ich auch ein gutes Zeichen.
Und wenn wir nicht eine Sonderfraktionssitzung vor 14 Tagen gehabt hätten, dann wäre ich beim Open Government Summit in Ottawa mit dabei gewesen. Leider muss ich dann darauf verzichten. Ich glaube, und Deutschland wird ja da den Vorsitz übernehmen bei der Open Government Partnership im kommenden Jahr. Ich glaube, das sind gute Schlüssel sozusagen, um da weitere Entwicklungen befördern zu können. Wir sind fast zu Ende mit dem Panel. Ich würde jetzt noch gerne eine kurze Abschlussrunde machen. Und zwar haben wir viel darüber gesprochen, dass vieles noch am Anfang steht, was offen und frei in Wissen und Bildung anbelangt. Was wäre denn der nächste große Schritt, um offen und frei als Standard in Bildung und Wissenschaft zu haben? Ein kurzes Statement von jedem und dann sind wir durch. Also ich will unbedingt, dass ein offenes und dezentral vernetztes Lernmanagementsystem sozusagen eine Plattform, eine Cloud für Lehr- und Lernmaterialien entsteht und dass nicht geschlossene Systeme in den Schulen eingeführt werden, wo Lernmaterialien, Lehrmaterialien den Schülern sozusagen zur Verfügung gestellt werden, aber ohne eigenen Einfluss, ohne Weiterentwicklung, ohne Kollaboration auch zwischen den verschiedenen Bildungsinstitutionen. Sowas will ich nicht haben, sondern ich will, dass genau an den Schulen sowas entsteht. Offenheit und Vernetztheit. Dankeschön. Dominik? Ich würde mir wünschen, nachdem jetzt der Digitalpakt auf dem Weg ist und wir haben es vorher gehört, der irgendwie eine rein technologische Perspektive hat, wir Offenheit nochmal auch im Sinne von kulturellem Wandel stärker in die Bildung bringen und dazu gehört dann eben tatsächlich, dass man auch darauf schaut, welche Weiterbildung, Fortbildung brauchen wir, wie können wir die Menschen dabei unterstützen, auch kluge Konzepte zu entwickeln für eine Bildung in der digitalen Welt. Und da ist tatsächlich die Ausstattung mit WLAN und Geräten nur eine Selbstverständlichkeit und noch kein Ansatz, wirklich Dinge voranzubringen. Im Gegenteil, er hat so ein bisschen sogar die Gefahr, dass, weil er jetzt relativ unvorbereitet, überraschend viele trifft, schnell Lösungen ergriffen werden könnten, die einzelne proprietäre Anbieter als Software anbieten und die Öffnung auch wieder verhindert. Also insofern ist wichtig, dass da der Diskurs und tatsächlich der kulturelle Wandel möglichst auch schnell ins Laufen kommt, dass wir eine Öffnung im Bildungsbereich auch sehen. Danke, Dominik. Martina. Ja, Menschen ist vielleicht das richtige Stichwort. Also ich würde mich freuen, also stärker die entsprechenden Organisationen und auch die Politik dafür sensibilisieren, dass tatsächlich Offenheit, auch Offenheit also gegenüber der Gesamtgesellschaft meint, dass Inklusion, also das ist ja das Versprechen auch des Digitalen, tatsächlich alle mitnimmt, alle Generationen. Es ist eine Altersfrage, dass wir nicht die Älteren jetzt abhängen und sagen, das Problem der fehlenden Digital Natives löst sich von selbst, dass wir sozusagen auch über Bildungs Biases nachdenken, also dass wir vielleicht die Menschen jeweils anders erreichen müssen, um sie mitzunehmen, dass wir tatsächlich auch über die bestimmten sozialen Ungleichheiten einfach nachdenken müssen und tatsächlich diejenigen dort abholen, wo sie stehen und dass da dem Versprechen der Offenheit, also einfach nochmal mit einem kritischen Urteilsvermögen und einer Sensibilität geantwortet wird, damit wir dann tatsächlich auch gemeinsam in eine nächste digitale Gesellschaft hineingehen. Okay, vielen Dank. Das war das Panel. Was ist besser, wenn Wissen digital und offen ist? Hier geht es gleich weiter um 15 Uhr mit Rettung oder Havarie. Wie steht es um das freie Internet? Ein Vortrag von Pascal Fouquet. Herzlichen Dank Saskia Esken, Dominik Scholl und Martina Franzen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Alle hier bis später. Sind Sie auch noch ein bisschen hier für Fragen? Alles klar, dann sehen wir uns gleich noch im Forum. Herzlichen Dank nochmal für die Teilnahme und einen schönen Tag.